Willkommen zum Release-Video für den September 2022. Diesen Monat haben wir ein wundervolles Top-Feature, mit dem wir sofort starten. Unser Top-Feature diesen Monat ist das interaktive Web-Exposé. Dabei erhält der Empfänger statt eines PDFs eine interaktive Website, wo er sich alle Inhalte zur Immobilie, auch Videos und virtuelle Touren, direkt zentral an einer Stelle ansehen kann, um die Immobilie virtuell selber zu entdecken. Und er kann direkt im Web-Exposé Feedback zur Immobilie geben, sodass Sie direkt wissen, welcher Interessent besonders für eine Besichtigung geeignet ist und wer nicht. Die Erstellung ist super leicht, nämlich mit einem Baukasten, der fast genauso aussieht wie unser PDF-Designer. Sie finden das Ganze unter Bearbeiten, Web-Exposé. Wir öffnen eins der Exposés. Hier auf der Seite finden Sie eine kleine Kurzanleitung für den Einstieg. Und wie Sie sehen, die Oberfläche sollte Ihnen vertraut sein. Das Ganze ist wirklich ziemlich identisch zu unserem PDF-Designer. Abgesehen davon, dass die Inhalte hier untereinander angeordnet sind, damit Sie sich das Endresultat auf der Website besser vorstellen können. Denn auch da erscheinen die Inhaltsblöcke untereinander. Wie beim PDF-Designer kann man hier Blöcke hinzufügen. Die mit der Checkbox sind schon hinzugefügt. Und wenn man auf die einzelnen Seiten klickt, kann man die auf der rechten Seite dann bearbeiten. Das Schöne ist, in der Seite Text können Sie Makros verwenden, um den Kunden persönlich anzusprechen. Also er wird auf dieser interaktiven Webseite wirklich personalisiert angesprochen. Das ist natürlich ein schönes Feature für die Kundenbindung. Wie gesagt, können Sie interaktive Inhalte einbinden, wie Videos. Sofern ein Filmlink in der Immobilie enthalten ist, wird der automatisch gezogen. Erkannt werden dabei die Formate von YouTube und Vimeo. Und das Gleiche gibt es auch für den virtuellen Rundgang. Sobald die Dateiart Link in der Immobilie hochgeladen ist, wird es automatisch als Rundgang eingebunden in die Webseite, sofern es von diesen Anbietern kommt. Da unterstützen wir eine ganze Reihe von Plattformen. In der Vorschau können Sie sich einen Eindruck davon verschaffen, wie das Ganze aussieht. In meinem nicht konfigurierten Exposé schaut das jetzt so aus mit den Daten und den Texten zur Immobilie. Und das Schöne ist ein Fehleranzeigenmodus, der darauf hinweist, falls in dieser Beispielimmobilie Inhalte fehlen. Das ist bei mir jetzt zum Beispiel der Fall, weil ich diese Links für den Rundgang und das Video gar nicht habe. Aus diesem Grund können die hier auch nicht angezeigt werden. Genau wie beim PDF-Designer können Sie hier beliebig viele Vorlagen erstellen und die anschließend, genau wie die PDF-Exposés, einfach als E-Mail-Anhang versenden. Derjenige muss auch erst den Widerruf bestätigen, bevor er auf die Webseite kommt. Sie können nachverfolgen, wer sich das Web-Exposé schon angeschaut hat. Per Formular erhalten Sie direkt Feedback zur Immobilie und für diejenigen, die mit Computer vielleicht nicht so pfiffig sind, können Sie immer noch PDF-Exposés erstellen. OnOffice bietet hier also die ganze Bandbreite an Möglichkeiten, Exposés zu erstellen und zu versenden. Das war so eine kleine Vorstellung des Web-Exposés. Weitere Informationen dazu finden Sie unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort gibt es einmal die Webseite und auch ein Tutorial zum Web-Exposé, wie man das Ganze aktiviert und einrichtet. Machen wir weiter. Das restliche Release ist bunt gewürfelt. Wir fangen an mit der App. Und zwar wurde die Ansicht für die Bearbeitung der Freitexte bei Immobilien angepasst. Wenn wir eine Immobilie öffnen und auf die Freitexte wechseln, ist diese Ansicht jetzt überarbeitet. Wenn wir auf den Stift klicken, ist es deutlich einfacher, Texte zu verfassen. So kann man jetzt, wenn man unterwegs zum Beispiel eine gute Idee hat, diese schnell und zügig direkt in der App einpflegen. Die nächste Anpassung in der App gibt es bei den Adressen. Und zwar sehen wir hier schon, dass in der Liste unter dem Namen der Eintrag aus der Kontaktkategorie steht, also beispielsweise in welcher Firma jemand arbeitet. Und die gleiche Information erscheint auch in der Detailansicht direkt unter dem Namen. So hat man direkt aus der Übersicht heraus und auch bei der Adresse direkt einen schnelleren Überblick. Das war's mit der App. Und wir wechseln zu den Aufgaben. Wir öffnen einmal eine Aufgabe. Und zwar haben wir hier eine Aufgabe, die von einem Kollegen auf Englisch verfasst wurde. Sofern Sie mit dem Mehrsprachenmodul arbeiten, ist es so, dass Sie hier oben jetzt einfach auf Aufgabe übersetzen klicken können. Und mit dem Tool DeepL wird das Ganze dann im Hintergrund übersetzt. Abgeglichen werden die in Europa geläufigsten Sprachen. Wenn Sie also ein internationales Team haben, wo der ein oder andere vielleicht gar nicht wirklich gut Deutsch spricht, kann derjenige auch in seiner Muttersprache die Aufgabe jetzt verfassen und Sie können sich das einfach hier ganz schnell übersetzen lassen. Wenn Sie hier nochmal draufklicken, wird auch wieder der Originaltext angezeigt.
Ebenfalls international ist unser Kalender, der kann nämlich Feiertage aus unterschiedlichen Ländern berücksichtigen. Hier wurden jetzt hinzugefügt Slowenien und Kroatien aus aktuellem Anlass, weil wir als Unternehmen dort Standorte gegründet haben. Um die Feiertage aus bestimmten Ländern im Kalender anzeigen zu lassen, wählen Sie Extras, Einstellungen, Grundeinstellungen und auf dem Reiter Allgemein finden Sie im Bereich Kalender eine Auswahl der Länder. In meinem Fall wäre jetzt hier nur Spanien ausgewählt. Und Sie sehen, neu hinzugekommen sind Kroatien und Slowenien. Die nächste kleine Anpassung gab es beim Duplizieren von Adressen. Sie können Adressen bei Bedarf ja duplizieren. Der neue Datensatz öffnet sich. Übernommen werden die Angaben zur Kontaktkategorie nicht. Und was ebenfalls jetzt angepasst wurde, ist, dass die Kontaktart leer bleibt. Die wird nicht übernommen. Genauso wie das Feld Kunde seid. Diese Angaben wurden vorher aus der Dublette einfach 1:1 übernommen. Das hat dann unter Umständen zu Fehlern geführt, weil Auswertungen falsch waren. Aus diesem Grund gab es jetzt die Anpassung, dass die beiden Felder Kunde seid und Kontaktart bei der Dublette einfach leer bleiben. Wir wechseln in den PDF Designer und öffnen ein Exposé und öffnen die Titelseite. Und zwar gab es beim Layout-Muster Wayne eine Anpassung. Und zwar kann man jetzt hier den Titel der Immobilie wahlweise anzeigen lassen oder eben nicht. In dem Fall setzen Sie einfach die Checkbox, dann wird der Text für den Titel angegeben. Wenn Sie den ausblenden möchten, entfernen Sie das Häkchen hier einfach. Dadurch haben Sie ein bisschen mehr Gestaltungsspielraum. Die nächste Änderung betrifft Regionen. Dazu wechseln wir auf Extras, Einstellungen, Administration. Und hier auf dem Reiter Regionen. Und zwar steht jetzt für 3 neue Länder das Feld Bundesland zur Verfügung. Und zwar für Portugal, Großbritannien und Frankreich. Die nächste Anpassung betrifft wieder das Mehrsprachenmodul. Wir wechseln in die Immobilien. Wir sind jetzt in der Detailansicht einer Immobilie. Und wenn wir mit der Mehrsprachigkeit arbeiten, ist es ja eventuell so, dass ein Ortsname in den unterschiedlichen Sprachen auch eine unterschiedliche Bezeichnung hat. Für Aachen wäre das auf Deutsch offensichtlich Aachen und für Französisch wäre das Aix-la-Chapelle. Jetzt gab es Probleme bei dem Makroort. Der hat diese Mehrsprachigkeit häufig nicht berücksichtigt. Das wurde jetzt angepasst. Und zwar können Sie das Ortmakro jetzt durch einen kleinen Parameter zur Sprache erweitern, um sicherzustellen, dass jeder Empfänger den Ort auch in der korrekten Sprache angezeigt bekommt. Das demonstrieren wir einmal. Wir schreiben mal eine E-Mail. Die Immobilie ist verknüpft. Und ich kopiere einfach mal diese beiden Makros hier rein. Also einmal das Makroort mit dem Zusatz für Französisch und einmal das Makroort mit dem Zusatz Deutsch. Und in der Vorschau sieht das Ganze dann so aus. Einmal Aix-la-Chapelle, einmal Aachen. Die Voraussetzung ist, dass der Ort nicht automatisch übersetzt wird in der Administration. Das zeige ich einmal kurz. Wir wechseln auf Extras, Einstellungen, Administration, in die Immobilien und zwar die geografischen Angaben. Und hier haben Sie ja die Spalte mit der Weltkugel, also das Multisprachen-Update. Alles, was hier ein Häkchen hat, bleibt in jeder Sprache identisch. Denken Sie daran, das Häkchen bei Ort rauszunehmen, ansonsten wird der Ort immer überschrieben und nicht pro Sprache individuell gespeichert. Also, wenn Sie das in Zukunft nutzen möchten, einfach hier das Häkchen rausnehmen. Dann haben wir noch eine ganz kleine Anpassung und zwar hier unten beim Intranet gibt es jetzt einen Zähler für ungelesene Nachrichten. Das Intranet können Sie ja dazu benutzen, um interne Informationen oder Weiterbildungsangebote zu teilen, intern in Ihrem Unternehmen. Und damit der Benutzer immer einen Überblick hat, welche News er vielleicht verpasst hat, taucht jetzt hier dieser Zähler auf. Besonders praktisch, wenn man vielleicht im Urlaub war und nicht alles mitgekriegt hat, weiß man jetzt, ah, da ist noch etwas, das habe ich möglicherweise verpasst. In dem Fall sind das die 2 Benachrichtigungen hier oben auf meinem Dashboard. Da habe ich noch nicht auf Weiterlesen geklickt. Sobald ich hier auf Bestätigen und Schließen klicke, verschwindet die Nachricht und hier unten der Zähler geht 1 runter. Dann haben wir noch eine schöne Neuerung für die, die sich viel mit ihren Exposés beschäftigen. Und zwar geht es um die Darstellung von Zahlenwerten, also um die Maßeinheiten, um die Anzahl von Nachkommastellen und so weiter. Und zwar gibt es dazu eine neue Option in den Grundeinstellungen. Wir gehen einmal dorthin, Extras, Einstellungen, Grundeinstellungen auf dem Reiter Allgemein. Und zwar ganz unten auf der linken Seite befindet sich jetzt diese unscheinbare Box, die macht noch nicht viel her. Das, worum es geht, erscheint erst, wenn ich hier das Häkchen setze und abspeichere.
Daraufhin werden mir hier alle Optionen angezeigt. Im Zuge dessen wurde auch in der Administration etwas geändert. Sie können nämlich als Administrator auch für Systemfelder jetzt die Art anpassen, um die Darstellung von Zahlenwerten zu optimieren, damit es genau so auf der Webseite, in E-Mails oder in Ihrem Exposé ausgegeben wird, wie Sie sich das vorstellen. Und zwar ist das unter Extras Einstellung Administration. Und zwar für Preise und Flächen gelten diese Optionen. Dann gehen wir einmal in die Preise und zwar im Feld Art. Sind Sie jetzt flexibel darin, wie genau Sie das Ganze jetzt ausgeben lassen möchten? Wir befinden uns in der Immobilie auf dem Reiter Dateien, denn zu guter Letzt gab es ein Update für den Fotodesigner aus dem OnOffice Marketplace. Sie kennen das, Sie können ein Bild zur Bearbeitung öffnen und anschließend auf den Fotodesigner klicken, um das Bild zu bearbeiten, um es vielleicht zu drehen oder andere Korrekturen vorzunehmen, den Kontrast zu erhöhen und so weiter. Hier hat es einen kleinen Bug gegeben, dass beim Drehen des Bildes die Auflösung schlechter wurde. Das wurde jetzt behoben und es gab im Hintergrund auch noch andere Optimierungen. An der Oberfläche ändert sich für Sie aber nicht wirklich was. Das war es auch schon mit unserem September-Release. Besonders das Web-Exposé wird vielen Maklern, glaube ich, den Alltag enorm erleichtern. Wenn Sie Feedback haben zu diesem Video oder zu den einzelnen Features, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar, geben Sie uns einen Daumen nach oben und für weitere Videos und Tutorials abonnieren Sie gerne unseren OnOffice YouTube-Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.